Mist, ja. Oh, der Bogen ist da. Da liegt der. Na, ist das geil. Ich hab den Bogen. Oh, warte kurz. Yeah. Ja, servus Leute. Willkommen zu einem weiteren Battlefield 4 Video. Wir spielen heute zusammen wieder mit Dartrausi. Kennen wir von den anderen Videos. Wir haben zuvor ein Pistol Match gemacht. Jetzt haben wir uns aber unentschieden, weil ich des Öfteren gestorben bin und auch der Trausi gestorben ist durch einen Bogen. Haben wir uns überlegt, hey, der Bogen ist schon sehr geil, wollen wir auch mal testen. Natürlich muss man den zuerst freischalten. Habe jetzt kurzerhand einmal nachgelesen im Internet. Braucht man dazu dieses Phantomprotokoll, so wie der Andi in der letzten Folge gesagt hat. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt auf diesen Operation Outbreak Server. Das ist groß, da müssen wir jetzt auf C rüber. Da, laut dieser Anleitung müssen wir dann nachher eben zu irgendeinem Punkt hin. Ich fliege da einfach mal rüber. Ja, wie oh, schau mich an, schau mich an, ich stütze schon. Na, warte, ich stütze schon ab. Ich kann über. Was hast du jetzt davon? Wirklich, Karma. Ich hab Gott, ich strafe keine Sünden sofort. Scheiße, ich kann überhaupt nicht mehr Heli fliegen. Ja, das war's auf alle Fälle, Leute. Wir suchen uns heute den Bogen. Ja, wir müssen da auf irgendeinen Berg rauf. Dort, oder irgendeinen Berg, bei irgendeinem Berg gibt es irgendeine Höhle oder irgendwie so. Und dort können wir uns diesen Bogen holen. Ja, das möchte ich mir jetzt anschauen. Dann haben wir gedacht, ich mache dazu ein Video für euch. Wow, scheiße, ich fahre mit dem Auto da ins Wasser rein. Wohin müssen wir? Auf C. Auf C? C, so. Oh, ich steck da. So. Jetzt müssen wir irgendwo zu einem Berg laufen, wo eine Höhle drinnen ist. Da soll eine Höhle drinnen sein oder so, warte mal. Folgend laufe auf den Berg zu, der in der Mitte ein Loch, eine Höhle bzw. einen Gang hat. Ja, bist du lustig. Lauf auf den Berg zu, wo ist dein Berg? Da sind wohl nur Häuser. Voll die Verarschung, oder? Ja. Leute, wenn ihr euch vielleicht wundert, 2 von 4 Spieler, wir haben einen vollen Server gesucht, aber irgendwie zockt, hey, ich habe die Höhle, glaube ich, gefunden, irgendwie zockt das keiner mehr. Und deswegen sind wir einfach jetzt auf einen Server gegangen, der komplett leer ist, damit wir unsere Ruhe haben. Ah, da sind mehrere Kisten, da steht auch da. So, und dann? Was muss ich da jetzt machen? Sollte der Bogen folge dem Weg, bis du zu mehreren Kisten stehst. Sollte der Bogen noch von keinem anderen Spieler aufgenommen werden, kannst du ihn aufhören. Der Bogen ist nun fest in deinem Inventar. Okay, da sind mehrere Kisten. Aber ich sehe keinen Bogen. Andi, wo bist du? Ah, du bist da oben. Müssen wir da vielleicht ein Spiel starten, dass es funktioniert? Ich weiß nicht. Das ist sicher, dass da ist. Ja, nein, steht da. Ich weiß nicht, da steht halt eben, pass auf. Spawne am Flaggenpunkt C. Alternativ kannst du auch woanders spawnen und zu C laufen. Lauf auf den Berg zu, der in der Mitte ein Loch, eine Höhle bzw. einen Gang hat. Das ist der Berg. Folge dem Weg, bis du von mehreren Kisten stehst. Da sind mehrere Kisten und ich bin diesem Weg gefolgt. Sollte der Bogen noch von keinem anderen Spiel aufgenommen worden sein, kannst du ihn nun aufnehmen. Der Bogen ist nun fest in deinem Inventar und kann auf jeder Map gespielt werden. Jo. Volle Verarschung. Ja, aber voll. Ja, da bräuchte man wahrscheinlich wirklich 4 Spieler, sodass man sagen kann, okay, man kann das Spiel starten. Dass es erst dann spawnt oder so. Was? Weißt du was? Hey, hast du immer diese Meldung? Was? Ah, gehst du gerade rüber? Nein. Ja. Aber es geht nicht. Kannst nicht wechseln. Schau mal ein Messer an. Oder was ist denn das für ein Ding? Keine Ahnung, ich habe das jetzt vorher ausgerüstet. Arges Ding. Ja, auf jeden Fall.
Keine Ahnung. Machen wir es mal so, gehen wir mal kurz aus dem Spiel. Also ich gehe mal aus dem Spiel raus. Ja Leute, ich mache mal kurz einen Cut rein. Die Suche nach dem mysteriösen Bogen geht weiter. Das war erstmal Part 1, sage ich. Ja, irgendwie funktioniert das nicht so. Ich versuche jetzt eine andere Lösung zu finden. Vielleicht, dass ich irgendwie durch Erstellen eines eigenen Servers irgendwie was starten kann. Aber wie auch immer, wir sehen uns dann nachher, wenn es weitergeht. Wenn wir diesen Bogen versuchen zu finden. Der Schatz, wie so kann man sagen, das ist der Schatz der Illuminatis. Na passt, bis dann. Ja, servus Leute, willkommen zurück. Es geht weiter. Wir haben jetzt doch einen Server gefunden, der Operation Outbreak spielt, also voll ist mit Operation Outbreak. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt irgendwie darüber zu kommen zu dem Punkt C. Momentan wieder eingenommen. Und ich hoffe, so wie es in der Beschreibung steht, dass noch kein anderer den Bogen aufgenommen hat, weil sonst muss ich auf eine neue Map warten. Also bis die Map eigentlich neu startet. Andi, wo bist denn du eigentlich schon wieder? Oder bist du noch in der Warteschlange? Ah, da ist er ja! Da ist er ja! Wir fahren jetzt gerade zu C rüber, gell? Ui! Lustig, kann man da kein Radio einschalten wie bei GTA. Ah, wir sind hier schon da, da ist C und da vorne hinten war irgendwo diese Höhle. Die war da. Wo war die? Nicht links drüben. Anderen Seite. Oh. Oh. Aber lustig ist, dass wir einfach so durchfahren können und keiner beschießt oder umlegt oder irgendwas. Ja. Da ist ein Gegner, der sticht gerade einen ab. Schieß auf ihn, gerade vor uns. Ja, dein Kopf ist im Weg. Ah. Er schießt auf uns. Ich gehe runter, wenn man zu heikel ist. Habe einen. Oh, er hat beschossen. Hab ihn. Ich gehe lieber zu Fuß jetzt weiter. Hat Ist mir zu mich. heikel da. Ich sehe leider keinen und bin zu weit weg von dir und werde beschossen. Kann ich jetzt. Oh, da kommt einer. Hab ihn. Oh, da kommen viele. Fuck. Nein, der steht direkt vor mir. Shit. Aber. Oh nein, die Granate liegt keiner mehr um. Ist irgendwie blind gegangen. Hat mich schon. Ja, wir müssen da rüberkommen. Wir müssen irgendwie zu C. Und ich möchte Ich habe ein endlich. Heli. Ja, ich fast fliege einfach rüber. Schauen wir mal, wer überlebt. Das markieren. Markieren. Ah ja, stimmt. Ich bin ein Ding. Warte mal, wie geht denn das schnell, wenn ich da oben sitze? Dann muss ich ja irgendeine Taste drücken, oder? Warte. Einsatzziel verteidigen. Nein. Ihr müsst dieses Einsatzziel angreifen. Oh, So, hab's das markiert. Ding fliegt. Der Was? Hubschrauber fliegt nicht nach vor. Ja, ich sage, deswegen bin ich vorher abgestürzt. Der ist urscheiße zum Fliegen irgendwie. Ich weiß nicht. Das ist total komisch. Siehst du das Einsatzziel? Bin ich jetzt schon da oder nicht? Das Problem ist, ich wechsle schon wieder die ganze Zeit auf die Pistole. Weil ich noch immer so im Pistol-Match-Spiel drinnen bin. Ah, da drüben ist der Gang. Ich scheiß mal auf C nehmen. Oh, wird schon wieder beschossen. Bitte, bitte, bitte sei da. Bitte. Natürlich ist nichts da. Achtung, Einsatzziel Charlie wurde neutralisiert. Ah, da gibt's irgendwo was. Es kann sein, dass ihn schon wer geholt hat. Ah, da ist ein Respawn-Punkt. Na, warten wir mal, bis der reinkommt. Und wenn einer respawnt, siehst du, wo ich lieg? Dreh dich um. Dreh dich um. Da ist dieser Respawn-Punkt im Baum drin. Das heißt, wenn einer stirbt, spawnt er da. Und wenn er da spawnt, dann kannst du nicht mehr schießen. Aber wenn er spawnt, warte 2 Sekunden. Also zähl für dich so 21, 22 und dann schieß erst, weil dann ist dieser Spawn-Schutz weg. Ich habe einen feindlichen Soldaten in eurem Bereich Okay. gesehen.
Aber das gibt's ja echt nicht. Da muss der. Oh, der Bogen ist da. Da liegt der. Na, ist das geil. Ich hab den Bogen. Wo ist er kriegen? Da in der Kiste ist er drinnen. Bin ich behindert? Da in der Kiste. In der. Liegt, hast du ihn auch? Jawohl, es geht sogar, dass wir beide kriegen. Jawohl, wir haben den Bogen. Leute, wir haben es geschafft, wir haben den Bogen gefunden. Also, wenn ihr den Bogen bekommen wollt, echt easy. Wenn man mal einen Server findet, der natürlich voll ist. L1 zoomen. Oh, ist das geil. Oh, das sind Explosionsgeschosse. Was ist das für ein kranker Shit? Bitte, wo sind der Gegner? Nachladen ja, gibt's nicht. Ich suche auch schon welche. Wo? Na, das ist Gas. Jawohl! Na, ankippet, shit. Muss ich da erst reinfinden mit dem? Das ist schon. Es ist schwierig zum Spielen, aber es ist geil. Da braucht man irgendwie, hat was. Mit dem Ziel. Wow, fuck. Boah, was ist denn da passiert jetzt? Ich hab genau vorbeigeschossen bei ihm. Aber urgeil Bogen, taugt mir. Muss ich gleich ausrüsten. Mal schauen, wie das ist. Ja, ach. Aber wie oder wo kann ich den jetzt auswählen? Ah, da steht er eh. Als Hauptwaffe. Ja, dann nehmen wir halt als Hauptwaffe, ist ja wurscht. Nein, jetzt spawn ich natürlich wieder beim Hauptpunkt. Bin nicht deppert. Muss ich dann nachher gleich anschauen. Wo ist er drinnen eigentlich? Ah, da. Hauptwaffe, ja. Ich muss mir dann nachher gleich anschauen, ob man das irgendwo umstellen kann, weil es gibt ja verschiedene Pfeile, glaube ich. Wir haben jetzt so Gas oder so irgendwas. Wir haben. Oder? Ja, ich habe zuerst geschossen, das war irgendwie wie so Gas oder so, glaube ich. Weil es geht breit. Kopf, dieser leichte Pfeil verursacht weniger Schaden, hat dafür. Na, wo ist Blas? Ich schaue es mir dann nachher eh selber an und zeig's dann nachher her. Punkt Spitz, ja. Sobald ich wieder draufgegangen bin. Hey, mein Fahrzeug ist beschädigt. Achtung, Einsatzziel Echo wurde neutralisiert. Sehr geil, jetzt haben wir den Bogen auch. Ja. Den gibt's eigentlich eh schon verdammt lang. Ja. Oh, ich werd voll beschossen. Weg da. Östlich deiner Position scheint feindlicher Schatz. Ja, super, Panzer. Nein, Fahrzeug. Spanier, Espanol. Espanol. Wie ist der Ort? Die springen da mal rum. Wie kein Block. Geben sie so. Nein, ich muss das endlich umstellen. Ich starte die ganze Zeit hinten beim Hauptpunkt und kann jedes Mal vorhatschen. Jetzt, du spawnst da noch bei mir. Ich tue da mal bei so Zielen üben, wie sich das verhalten wird. Aber mach das vorne. Wie kriegen wir uns? Gehen wir gleich auf A hin. Einsatzziel Alpha wurde neutralisiert. Wir müssen dieses Einsatzziel angreifen. Kannst gleich auf Gegner schießen, ist ja wurscht. Geh auch drauf momentan. Da ist einer im Haus drüben. Ich habe einen feindlichen Soldaten gesehen. Ich will gern wissen, wie hoch ich da jetzt schießen muss. Was ist da? Warum verliere ich da Hälfte die ganze Zeit? Das ist mit die drei Punkte. Ja, aber. Oh, von rechts. Ja, aber ich verstehe nicht, welcher Punkt was ist, wo der Pfeil da jetzt wirklich hinfliegt, weil ich sehe nicht, wie der Strahl so ist. Auf die Nähe, okay, das ist klar, das ist wurscht, wo du hinballerst, ja. Ja, aber du hast die drei Punkte. Nein, schon wieder! Rot, Gelb und... Genau, Rot, Gelb und Blau oder so. Ja. Grün, Gelb und Rot. Gerade rot zielt er ja weiter. Da rechts drinnen im Haus. Muss ich sein. Zu spät.
Warum bin ich tot? Wer ballert das? Wer ballert denn das nicht? Wir haben gerade Einsatzziel Alpha neutralisiert. Man kann das auch irgendwie davon. Na, ich glaube, vom Ding her ist wurscht, wie lange du drauf haltest. Wir kontrollieren ja. Einsatzziel Alpha. Das ist egal. So, grün. Da mal. Geh weg da. Oh. Das ist, ja, das ist grün. Und komisch. Ja, verstehe nicht. Muss ich mal anschauen, wie das genau. Nähe ist grün, Weite ist rot, Mittel. Na, rot? Ich habe grün, gelb, rot bei mir. Ja, rot ist unten. Wenn genau. Du mit Rot das Ziel anvisierst, ziehst du weiter rauf, also fliegt er ja auch weiter. Ach so, ah ja, das stimmt, ja. Da hat er recht. Andi gibt Einschulung im Bogenschießen. Ja. Wird schon wieder mein neuer Filmtitel, sage ich ja. Thumbnail-Titel. Ja. Ich bin da bei B. Nimm's ein, ich hab's eh auch markiert. Schauen wir, da schon 2-4 habe ich. Gut, läuft noch nicht so mit dem Bogen. Ja. Ah, scheiß Panzer. Ja, ich glaube mal lieber kurz mit der Pistole rum. Wobei ich den jetzt eigentlich easy mit dem Bogen umlegen hätte können. Nein, da steht ja noch einer drin im Rauch, ich sehe den einfach nicht. SS hat und einen Totenkopf als Logo, was ist er für ein Orga? Nazi da am Spielen oder was? Oh fuck, er legt mich auch mit dem Bogen um, ich schieße bei ihm vorbei. Aber er hat explosive Spitze, Stabilisierer, offene Visierung. Dann schauen wir mal kurz an, was man da also ausrüsten kann. Okay, Visierung kann man nicht umbauen. Was gibt's da? Gibt's auch einen Stabilisierer? Ah, Breitkopf. Ausgeglichenes Verhältnis von Reichweite und Schaden. Dieser leichtere Pfeil verursacht weniger Schaden, hat dafür aber bessere Flugeigenschaften, Reichweite, Explosionsspitze. Eine kleine explosive Pfeilspitze, die beim Einschlag detoniert, das Gewicht der Sprengladung verringert, die effektive Reichweite der Waffe beträchtlich an. Giftspitze, Giftfolge aus Soldaten. Ah, das ist das, was ich am Anfang gehabt habe, warum wir es aufgehoben haben, diese Giftspitze. Mit einer explosiven Pfeilspitze, die eine Giftwolke auf Soldaten in der Nähe auslöst. Das ist aber auch recht cool. Aber ich werde mal die Explosionsding ausrüsten. Ha, und natürlich meinen Kill, haha. Wirklich? Ja. So geil, ich habe noch keinen. Ich habe meinen jetzt wieder getarnt, also so lackiert. Logo habe ich drauf. War geil. Da ist irgendwo einer. Hast du anvisiert gehabt, oder? Ja. Ja, wir haben hier einen feindlichen Soldaten. Schau mal an. Nein, ich treffe ihn, ein 5er bin ich. Aber was ist das für ein Scheiß? Ich habe ihn voll getroffen und er überlebt das. Er hat es überlebt und hat mich jetzt erschossen. Gut, ich hätte auf die Pistole wechseln können, aber ich wollte unbedingt mit dem Bogen einen Kill machen. Na gut, ich hätte gesagt, nach der Map, oi. Dafür messe ich ihn jetzt aus. Reicht. Also richtig, oh shit, von hinten. Also richtig habe ich das auch nicht raus. Ich habe noch keinen einzigen Kill mit dem gemacht. Ja, ich habe auch schon 4-7 Distanz. Und ich habe den, was hast denn du jetzt ausgerüstet für einen Pfeil eigentlich? Den Sprengstoff. Ah ja.
Aber irgendwie, ich weiß nicht. Gewöhnungsbedürftig. Ja. Aber schon langsam, glaube ich, komme ich rein. Nur was mich ein bisschen stört ist, dass es so ewig lang zum Nachladen braucht. Ja. Scheiße, ein Scharfschütze. Jawohl, in die Fresse! Kopftrefferbonus mit diesem Ding voll am Kopf geschossen. Ja, full down. Nein, tot. Kannst du mich. Du hast auch schon wieder einen Kill gemacht, habe ich gerade gesehen. Ja. Kannst du mich wieder beleben? Nein, oder? Wo bist du? Ich liege oben noch immer. In der Mitte. Da, scheiße. Ja. Ins Ziel kommen. Sorry. Kein Ding, kein Ding. Ich sag's ihm nur, wie sie, dass ich dran, dich dran erinnere, aber du musst ja dann eh selber abwägen, ob es geht oder nicht, ne? Mhm. Nein, es legt er mich von rechts mit der Pistole um. Das, also bis ein neuen Pfeil so reinfädelt, ist echt schlimm. Das dauert wirklich, wirklich lange. Hey, so geil, da steht so ein fetter LKW, wie kann man den fahren auch? Na, das ist na, ich verstehe. Warum sitzt. Nein, es setzt sich genau das andere Auto rein. Wieso? Drinnen. Ja. Ich muss ihm jetzt messen, weil ich habe ihn zweimal mit dem Pfeil angeschossen und er stirbt nicht. Jetzt bin ich von hinten erschossen worden. Ich wollte gleich vorbeigeschossen. Danke. Nein, es ist ja explodiert auch, es waren zwei Leute, die ich zweimal getroffen, irgendwie so komisch halbert. Keine Ahnung, was da abgeht. Da, da wirfst du einen Backerl zu den Leuten hin und er muss nachladen. Also, den muss ich in den Pfeil neu reinstecken und so urmühsam. Also von dem her ist echt... Aber ich sag, vom Ding her ist geil. Für das Pistol Match ist perfekt, weil du hast dann nachher, du hast nie die Chance, dass du auf einmal auf den Hauptwaffe wechselst. Dann spielst du halt mit dem Bogen und der Bogen, sag ich mal, ist gleichwertig zu einer Pistole. Ja, das stimmt, ja. Das ist nicht so unfair. Boah, sehr urgeil. Ja, Lackierung jetzt drauf, Desert. Hm? Wüstenlackierung. Ich habe auch zuerst immer so Desert. Ich rufe, nein. Ich rufe im Berg ein bisschen runter und er muss schon wieder den Pfeil neu reinstecken. Ja. Ich habe einen feindlichen MG-Schützen genau westlich deiner Stellung gesichtet. Ich bin da jetzt bei C. Da wird irgendwo ein Feind markiert. Rechts oben kommt einer. Jawoll! Erster so richtiger Kill. Schön anvisiert draufgehalten und genau ins Kreuz die Granaten Pfeile geschossen. Also den Pfeil eigentlich. Hast du Wiederbelebung oder nein? Du hast nur nicht. Ja. Was war denn das? Deine Kiste hat es zerrissen. Du hast fast kein Leben mehr. Irgendwer ballert auf uns. Irgendwer schießt uns. Ich renne mal darauf. Schauen wir mal, was da oben so abgeht. Nein, bis er das. Oh shit. Bis er den Pfeil dann also aufzieht und abschießt. Der hat jetzt voll auf mich draufballern können ohne irgendwas. Wow, da hinten ist ein Fahrzeug. Hast du C4? Ah, ist schon erledigt. Ja. Aber warte, das sind noch Leute. Ja, ja. Nein, ein anderer. Aber gleiche Waffe. Ja, aber da brauchst du auch zwei Schuss, bis
Mit den Explosivsprengköpfen. Du brauchst auch 2 Schuss, bis einer hier ist. Na, ich habe vorher habe ich es ja geschafft, irgendwie mit einem. Also in den Rücken habe ich ihn halt dann geschossen. Ne? Ich Warte, der glaube, Typ, der zweimal uns vom umgelegt Schießen hat. und zweimal habe ich ihn getroffen. Ja, warte, der Typ, der uns umgelegt hat, der ist noch da irgendwo. Wo, sage ich ja, genau hinter mir. Schau ihn an. Messe ihm! Boah, Glück gehabt. Der Rambo. Naja. Der Rambo steht oben auf dem Misthaufen. Wohin, wohin, wohin? Ich kann mal auf A. Also Oh, das wir verlieren. mit dem Pfeil nach links hätten sie ein bisschen schneller machen können. Ja, weil er muss es ja Das richtig ist. reinfädeln, so. Ja, Ja. das so richtig urlangsam. Extrem. Ja, wie auch immer. Saugeil, wir haben jetzt den Pfeil und Bogen, den Bogen endlich im Phantom Bogen freigeschalten. War doch eigentlich Phantom ganz easy. Bogen. Ich werde den auf jeden Fall auch nochmal beim nächsten Pistol Match testen. Schauen wir mal, ob es dort besser abgeht. Ich sage danke fürs Einschalten, wenn euch das Video gefallen hat. Hinterlasst mir ein Like. Wenn nicht, wir sehen uns beim nächsten Video. Servus!